Okay, letzter Part für heute mit Alex. Und das ist eine. Das ist aber ein auffälliges Gebäude. Wir dürfen wohl annehmen, dass wir an unserem Ziel angelangt sind. Das will ich mir aus der Nähe ansehen. Ja, ist klar, aber erstmal Münzen suchen. Brunnen. Verstecktes Rätsel. Ja. Warte mal, ich glaube, ich habe dein verstecktes Rätsel gefunden. Ja, habe ich das gefunden. Ich? Ey, ich hätte auch darauf geklickt. Ja, okay. Ja, 28? Hey. Warte, ich will sehen, was die. Ja. Achso, okay. Es gibt da jemanden mit einem Spitznamen, Herr 28. Angeblich meint. 28. 28. Angeblich meint bisher jeder, der ihn kennt, dass dieser Name perfekt zu dieser Person passt. Hm. Denn wer von den fünf abgebildeten Personen. Okay. Ey, der hier. Wieso? Guck mal, das da. 2x10, 2 Xe, dann ein 5 und 3 Einsen. Ja, okay, 28. Sofort gefunden. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Hä? Ey, das war jetzt also, voll der Trick dann jetzt. Dann nochmal von vorne. Du bist auch diesen Dings reingefallen. Okay, warte, nochmal anschauen. Ich hab die anderen gar nicht gesehen. Warte, dann nicht so voreilig. Wer von denen kann 28 sein? Aber guck mal, sein Münze, das ist voll auffällig. 8, 20. 8, 20. Ja, Diana 8. Der Bauch hier. Da steht Herr. Die kann das nicht sein und die auch nicht. Also entweder der oder der. Hier ist eine 8. Hab ich 20? Weil er wie 20 aussieht. Sehen wir mal. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Okay, nein. Dann kann es nur der letzte sein. Scheiße. Das ist aber peinlich. Ziemlich viel. Warte mal, okay, dann muss es der hier sein. Ja, weil die anderen Frauen sind. Ja, stimmt. Der da! Oh, schade. Ja, das hätte auch irgendwie passen können. Das ist meine Antwort. Aber ich will mal jetzt wissen, wieso. Der andere Typ hat mal mehr gezählt. Leitons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Wo? Oh. Sein Augen! E ist Herr 820, die Form seines Schnauzers ist identisch mit der Einstellung der Zeiger bei der Uhr. Yeah. Ey, der andere Typ hat mehr gepasst. Gib dazu, guck mal. Ja, wie seine Mütze aussieht. Ja, seine Mütze hat schon alles gezeigt. Ah, das war einfach. Ja, es war einfach, ist klar. Sorry. Los geht's mit einem Rätsel. Guten Abend, mein Herr. Darf ich Ihre Mitgliedskarte sehen? Pass auf. Meine Mitgliedskarte? In unserer Sozietät verkehren nur Herrschaften der erlauchtesten Gesellschaftskreise. Eingangskontrolle wie diese sollen gewährleisten, dass diese dubiosen Individuen keine Zutat erhalten. Zu dumm, dass man uns nichts davon sagte. Was müssen wir tun, um ihre Etablissement-Betreter zu doppeln? Ihr Hut spricht bereits Bände über ihren verzüglichen und intrigen Charakter. Darum will ich nur rasch ihren Intellekt auf die Probe stellen. Wenn sie das Rätsel lösen können, lasse ich sie mit einem Freude antreten. Hier passiert was Geiles, du wirst so lachen. Okay. Sogar der Türsteher ist ganz auf ihren Hut fixiert. Ein makelloser Zylinder ist wohl auch in dieser Zeit das Zeichen eines wahren Gentlemans. Wenn du das meinst. Kartenduell, jawohl. Yu-Gi-Oh! Lies, so, lies, warte. Lies. Warte. Warte mal kurz. Nein! Dieses Gemälde zeigt zwei Spieler, die verbissen um den Sieg beim Kartenspiel wetteifern. Eigentlich fällt einem dabei nichts Meldiges auf, aber auf den zweiten Blick kann der Betrachter den Eindruck erhalten, dass die beiden den Kampf ganz und gar nicht so ernst nehmen, wie sie es anfangs scheint. Kreist die verdächtige Detail ein und berührt deine Antwort. Die Bonbons! Irgendwas Verdächtiges. Der Mocker, der guckt woanders hin. Irgendwas war mit den Karten, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Warte, die nehmen das nicht ernst. Wieso? Ja, wieso? Eine Flasche? Wieso haben kleine Kinder Flaschen bei sich? Was ist das denn? Hinter der Flasche. Siehst du das? Das kann man gar nicht mehr einkreisen. Doch, kann man. Was ist das? Vielleicht die Karte da, dass er das zeigt? Der da? Steht da? Keine Ahnung, was ist der Fehler? Ist es ein Ass?
gesagt wie ein Joker. Warte mal. Oh, den zweiten Blick kann der Betrachter den Eindruck erhalten, dass die beiden den Kampf ganz und gar nicht so ernst nehmen, wie es anfangs scheint. Kreise die verdächtige, das verdächtige Detail ein und berühre dann Antwort. Kannst du gut den Stuhl nehmen? Ja, so? Übertreib. Sein Kopf ist verdächtig. Warte, okay. Ich probier was mal aus, okay? Nee, aber sag mir mal. Was willst du machen? Ich will die Karten da ein. Das ist deine Hand. Mhm. Wieso? Ich weiß nicht. Was ist dran verdächtig? Vielleicht, weil er die Karten vielleicht in den Spiegel zeigen kann. Und er das sehen kann. Ist es ein Spiegel? Müsste sein. Aber was ist das? Ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Ich glaube, die Karten hier da vorne. Mach die einfach mal. Als Antwort. Ich weiß nicht. Bitte. Ja, das sieht vielversprechend aus. Yeah. Das ist gleich mit dem Spiegel. Ganz wie ich vermutete. Ist auch nicht der Spiegel. Doch, bestimmt. Hä? Hä? Gut, gar nicht. Auf diesem Spielkarten ist der Wert und oben, rechts, unten das ab. Wo ist es abgebildet? Hä, was? Auf diesen Spielkarten ist der Wert links, links oben und rechts, unten abgebildet. Wo denn? Wo sieht man das denn? So verbissen in der Kartenstadt dürfte er Schwierigkeiten haben, sein Blatt überhaupt einschätzen. Wo soll man das sehen? Check ich auch nicht. Okay, mach einfach weiter. Ja, warte mal. Sein Blatt überhaupt einschätzen. Ich check es nicht. Seltsam. Echt seltsam. Dämliches Rätsel. Meister Fülus, mein Herr. Sie haben sich das Publikum redlich verdient. Unser Enterblossom macht bedrückt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Besuch in Casino Silver Sun. Oh, schauen Sie, all das Silber und das ganze Marmor, sowas habe ich noch nie gesehen. Du hast noch nie Marmor gesehen, oder was? Der Bau dieses Casinos hat sicher Unsummen gekostet. Ja, es ist ein einnehmer Anblick, Luke. Aber versuche bitte nicht ganz so laut zu sprechen. Oh, pardon, es ist nur alles so beeindruckend hier. Beeindruckend und geräumig. Nun, wie wollen wir nun dein zukünftiges Ich finden? Also du? Bist ich, nur älter. Sehr erfreut, lieber Professor Layton. Nein, eigentlich schön, Sie wiederzusehen. Das trifft es wohl eher. Ich bin Luke Triton. Du musst Luke sein. Aber natürlich bin ich Luke. Oh, Sie haben mit ihm gesprochen. Ich glaube, ich brauche eine Weile, um mich daran zu gewöhnen. Kaum zu glauben, wie klein ich einmal war. Hey, so klein bin ich nun auch wieder nicht. Nun erzähle mir, wieso du so einen Aufwand betrieben hast, um uns hierher zu bringen. Das werde ich Ihnen sehr gerne erklären. Aber vorher möchte ich ganz sicher sein, dass ich den echten Professor Layton vor mir habe. Wer sollte ich denn sonst sein? Erlauben Sie mir zu erklären. In meinem London ist es schwer, jemanden anzutreffen, der den Namen Herschel Layton nicht kennt. Tatsächlich gibt es in letzter Zeit eine Schar Imitatoren, die sich als Herschel Layton ausgeben. Behauptest du etwa, der Professor sei ein Hochstapler? Professor, wenn Sie an unsere Abenteuer zurückdenken, erinnern Sie sich bestimmt an Don Paolo. Wie Sie wissen, ist er ein Meister der Verkleidung. Woher soll ich also wissen, dass in diesem Moment nicht gerade Don Paolo vor mir steht? Das ist purer Unsinn und das weißt du genau. Bist du sicher? Er hat uns schon einmal getäuscht. Wer sagt, dass er es nicht erneut tut? Nun gut, ich spiele mit. Wie kann ich dir meine Identität beweisen? Es ist ganz einfach. Aha. Professor, ich fordere Sie zum Duell. Yu-Gi-Oh! Und was genau hast du im Sinn? Sie sind kein leichtgläubiger Mensch. Ich bin mir sicher, dass Sie ähnlich Zweifel hegen wie ich. Schlage vor, dass wir unsere Identität in meinen geistigen Kräftemessen beweisen. Ich habe ein Rätsel vorbereitet, das nur von einem Intellekt wie deinem bezwungen werden kann, oder mit Lösung. Sollten Sie die Lösung finden, dürften Sie mich hingegen zu irgendwas herausfordern. Wenn ich kein Hochstapler bin, sollte ich keinerlei Probleme mit den Aufgaben haben, richtig? Lass uns anfangen.
Sehen Sie vor sich da vier verdeckte Spielkarten liegen. Diese Karten sind nach bestimmten Regeln angeordnet. Die drei Regeln lauten wie folgt. Erstens, Karo liegt unmittelbar neben Herz. Zweitens, Kreuz liegt direkt neben Pik. Schließlich Herz liegt direkt neben dem Kreuz. Aber was ist denn so komisch? Finden Sie nun anhand dieser Vorgabe heraus, wo das Pik liegt. Ich hoffe, da steht das. Okay. Nicht nochmal vor. Vier Karten liegen Seite an Seite. Herz liegt neben Karo. Kreuz liegt neben... Nicht neben Pik. Herz liegt rechts neben Kreuz. Wähle das. Du kannst eigentlich egal, was du auswählen. Wieso? Es hat keinen Sinn. Mit der Story geht sowieso weiter. Egal, komm. Nein. Es wird es trotzdem herausfinden. Das ist sowieso egal. Ist das wirklich Ihre letzte Antwort? Ich würde mir kein... Na egal! Okay, nein. Das ist falsch. Sag doch. Herz liegt neben Karo. Kreuz liegt nicht neben Pik. Also das heißt, Kreuz ist irgendwo... Okay, Herz liegt rechts neben Kreuz. Herz liegt rechts neben Kreuz. Also liegt neben Herz links Karo. Links Karo? Herz ist hier oder hier? Ja, du sollst ja Pik finden. Ja, warte. Also ist Pik entweder hier oder hier? Versuch dann, dein Glück. Das ist sowieso egal, es geht trotzdem weiter. Kreuz liegt nicht neben Pik. Das heißt, rechts neben... Neben Herz ist Kreuz. Pik ist hier. Antwort. Das ist wirklich die letzte Antwort. Du kannst nochmal antworten. Antwort. Okay, dann ist es falsch und es ist das da. Was? Richtig, das Pik muss an dieser Stelle. Scheiße! Gehen. Sag ich doch, damit ist das Rätsel aufgeht. Voll trefflich, Professor. Sag ja, das ist egal, was du machst. Okay. Danke. Mit Erlaubnis würde ich dir nun ein Schutz aufnehmen. Rechts. Ah, ich dachte andersrum. Es wäre mir eine Ehre. Kacke! Sehr gut, mir gefällt die Idee hinter dem Kartenrätsel. Lass mich etwas Ähnliches versuchen. Das sind meine drei Regeln. Erstens, Kreuz liegt gleich rechts neben dem Herzen. Karo liegt am Rand und gleich neben dem Herzen. Und drittens, Kreuz liegt am Rand. Ist es ja anhand dieser Regeln möglich, das Pik zu finden? Zulu, wenn du wirklich Ehre bist, wie du nicht ausgibst, dann findet das Pik. Kreuz liegt neben Herz. Karo liegt am Rand neben Herz. Warte mal! Karo liegt am Rand, also hier oder da? Hier. Und am Rand und neben ist Herz. Und links. Rechts, daneben ist Kreuz, hier ist Kreuz. Also okay. Und Kreuz liegt. Nee, Kreuz liegt am Rand. Und wo ist. Pik ist da. Na, guck mal. Kreuz liegt am Rand und Karo liegt am Rand. Karo und Kreuz, ne? Und Herz ist rechts. Neben Karo. Also hier ist Kreuz auf jeden Fall. Okay, dann ist Herz hier. Und Pik ist dann da. Nee. Aha. Karo. Karo ist hier. Pik ist dann in der Mitte da. Kreuz? Ja. Muss das dann, oder? Es gibt so, ist egal. Kannst machen. Antwort? Ist es das wahr? Ach so, er muss das machen. Ja, okay. Ich hätte das gesagt. Ja, such die aus. Nein. Was hat diese Merkwürdig, Professor? Fuck. Das ist Verarschung, das geht gar nicht. Sehen wir mal. Aber Sie wissen selbst so gut, dass dieses Rätsel unlösbar ist. Tatsächlich? Ich habe mehrere Möglichkeiten und Konfigurationen durchgespielt und keine erfüllt ihre Regeln. Bist du sicher? Sag mir eins, habe ich je erwähnt, dass jede Kartenfarbe exakt einmal vorgehen muss? Sie wollen also sagen, es gibt gar keinen Pik? Exakt, du weißt natürlich, wieso ich diese kleine Fangfrage gestellt habe, richtig? Wenn ich mich nicht täusche, hast du genau diese Vorgabe bei deinem Rätsel nicht schlicht ausgelassen. Ein solch eklatantes Versäumnis kann ein Rätsel unlösbar machen. Eklatantes. Natürlich kann es auch zu mehreren gleichwertigen Lösungen führen. Du hast mir bewusst einen Rätsel gestellt, das bei genauerer Betrachtung unvollständig ist. In Wirklichkeit wolltest du nur wissen, ob mir diese Lapsus auffällt, stimmt's? Es scheint, dass Sie der wahre Herschel Layton sind. So komisches Duell ist das. Ich bin froh, dass ich dich überzeugen konnte. Um ehrlich zu sein, wusste ich es von Anfang an. Aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, mich mit meinem Mentor zu messen. Ich fühle mich geehrt. In gewissem Sinne zumindest. Raus
aus mit der Sprache. Wieso hast du uns hierher bestellt? Der rastet voll aus. Okay, die Wände hier oben, die Wände hier haben Ohren. Hinten gibt es eine Arbeitsabstellkammer. Dort können wir reden. Mir nach. Der mysteriöse und Unterzeichner des Hilferufs ist unser guter Luke. 10 Jahre in der Zukunft. Mit seinem Brief wollte er einen alten Freund und Lehrer um Hilfe suchen. Ersuchen. Hier, Spielautomat. Münzen? Wo ist ich da? Okay. Professor Layton, Luke, willkommen in London der Zukunft. Oh, Sie sind immer noch skeptisch? Sie haben doch Dr. Schrader besucht, richtig? Was hatten Sie bei seinem Anblick gedacht? Ist Ihnen nicht aufgefallen, wie alt der gute Doktor geworden ist? Und unser schönes London. Sie haben doch selbst gesehen, wie viel sich hier verändert hat. Hätten Sie sich vor 10 Jahren je ein Spielcasino in dieser ruhigen Nachbarschaft vorstellen können? Alles ist so anders, fast nur mit dieser Stadt passiert. All dies ist das Werk eines infamen Genies, das London von Grund auf verändert hat. Halt, ich weiß es. Don Paolo hat die Herrschaft über die Stadt an sich gerissen, richtig? Don Paolo? Oh nein, keineswegs. Ich spreche von einem echten Genie. Von jemandem, den wir alle drei sehr gut kennen. Aber wenn es nicht Don Paolo ist, wer ist es dann? Haben Sie eine Vermutung, Professor? Unter Umständen habe ich das. Das dachte ich mir bereits. Wer ist es denn nun? Ich muss es einfach wissen. Sein Name ist Herrscher Layton. Das große Genie des Bösen sind Sie, Professor. Was? Ich? Ich befürchtete schon, du würdest was sagen. Aber das kann doch gar nicht sein. So leid es mir tut, es ist die Wahrheit. Man nennt ihn den Dämon. Dämon mit dem Zylinder. Dämon mit Zylinder. Er herrscht von London, Schattenwelt aus, über die Stadt. Jedermann hier in London weiß das. Seltsam, seltsam. Das London der Zukunft steht unter der Knute des kriminellen Pendants unseres Professors. Bereits der bloße Anblick des vermeintlichen Unterweltbosses genügt, um die armen Bürger des zukünftigen Londons in blankes Schlottern zu versetzen. Erzähl mir mehr, Luke. Mehr, aber ich weiß doch auch nicht mehr als Sie, Professor. Nein, ich meinte den anderen Luke. Oh je, langsam wird es recht verwirrend, nicht wahr? Sag mir, Luke, wie genau habe ich die Stadt unter meine Kontrolle gebracht? Womit soll ich nur anfangen? Hier, Professor, kommt Ihnen dies bekannt vor? Achso, diese Zeitmaschine da. Natürlich, das ist der Bericht über den Unfall, der sich vor ein paar Tagen zugetragen hat. Haha, stimmt ja, für euch ist es natürlich nur wenige Tage her. In meiner Zeit liegt der Vorfall aber bereits mehr als ein 10 zurück. So viele Jahre? Ja, und es war eine finstere Zeit für London. Das abrupte Verschwinden des Premierministers führte zum blanken Chaos in der Regierung. Das stimmt, das ganze Parlament ist in heller Aufregung. In unserer Zeit, meine ich. Professor, Sie selbst haben den Moment miterlebt, der London für immer veränderte. Die Vorführung der Zeitmaschine war ein historisches Fiasko. Eine treffende Beschreibung. Sowohl der Premier als auch der leitende Forscher, Dr. Alain Stolpin. Stolpin, oder wie der heißt. Exakt, mehrere Menschen. Dr. Stolpin. Stolpin eingeschlossen, verschwanden bei dem Unfall. Ausgehend von der Wucht der Explosion sind wahrscheinlich alle umgekommen. Stand in der Zeitung nicht auch, dass Dr. Stolpin Assistenten ebenfalls verschwunden sind? Ja, das ist die offizielle Version, die Zeitung verbreitete. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Dr. Stolpin noch am Leben ist? Das würde mich ja schwer wundern. Aber es ist tatsächlich der Fall. Dr. Stolpin entging der Explosion, tauchte unter und entzog sich den Konsequenzen seines Handelns. Immerhin war er für den Verlust des britischen Regierungsoberhaupts verantwortlich. In seiner Verzweiflung gewährte ihm ein unverhoffter Wohltäter Unterschlupf. Sie, Professor. Ich? Wieso werde ich in einem Menschen helfen, der Schuld an einem solchen Chaos trägt? Genau dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt. Ja. Das passt gar nicht so einem bösen Licht. In den folgenden Monaten nach dem Vorfall bemerkte ich, dass sie sich mehr und mehr von mir distanzierten. Es dauerte nicht lange, bis sie Kontakt zu bedeutenden Figuren der Londoner Unterwelt pflegten. Der Professor? Das ist völlig unmöglich.
Seid ihr nicht so sicher, Luke? Die Zeit verändert alles, nicht zuletzt auch Menschen. Es war offensichtlich, dass ein gewisser Aspekt von Sullivans Studien sie überaus faszinierte. Bald sprachen sie nur noch über Zeitreisen. Sie schienen besessen von dem Wunsch, die Vergangenheit zu verändern. Ich wollte die Vergangenheit beeinflussen? Dr. Sullivan wollte seine Studien weiterführen, aber ihm fehlten die nötigen Mittel. Dank ihres überragenden Intellekts und ihrer neuen Kontakte zur Unterwelt konnten sie ihm helfen. Das kann nicht sein. Natürlich gab es Menschen, die sie aufhalten wollten, doch niemand war ihrem Geist gewachsen. Bald schon flossen ihnen immense Geldsummen aus unzähligen, zwielichtigen Geschäften zu. Dr. Sullivans Geldsorgen hatten damit ein Ende und er konnte seine Zeitmaschinen rasch vollenden. Zeitmaschinen, du meinst? Richtig, die Zeitmaschinen und Uhrengeschäft in der Mittelantwort. Aber ich muss mich korrigieren, vollenden war wohl nicht ganz das richtige Wort. Ah, wieso das? Sullivans Zeitmaschine entspricht nicht ganz dem, was er ursprünglich mit ihr bezwecken wollte. Sie ermöglicht es, Zeit und Ort der Reise selbst auszuwählen. Stellt es euch als eine Verbindung zwischen mehreren Zeitebenen vor, ähnlich einem Tunnel. Ein Zeittunnel also? Wie ein Wurmloch im Weltall? Darüber habe ich gelesen. Ja, das trifft erst recht zu. Und durch einen reinen Zufall öffnete sich dieser Tunnel genau im Uhrengeschäft. So können sie in Sekunden zwischen ihrer und meiner Gegenwart reisen. Und genauso konnten wir uns auch dein Beruf erreichen. Eines beschäftigt mich noch. Dieser Zeittunnel ist für mein zukünftiges Pendant sicher überaus wichtig. Folglich muss ihn der Professor deiner Zeit doch unter akribischer Aufsicht behalten, stimmt's? Wie also ist es dir gelungen, dir den Tunnel zunutze zu machen? Das werde ich Ihnen gerne erklären, doch vorher will ich Ihnen etwas zeigen. Asami, etwas sehr Wichtiges. Bestimmt geht es um den Grund, wieso du uns hier gerufen hast. Ich höre, Sie denken wirklich stets voraus. Ihr Scharfsinn ist verblüffend, Professor. Ich möchte Sie bitten, mit mir zusammen mit Herr Schleiten meiner Zeit die Stirn zu bieten. Ich soll mir selbst das Handwerk legen? Der Professor meiner Zeit, er arbeitet fieberhaft daran, die Zeitmaschine zu finden und zu vollenden. Und diesmal soll sie perfekt werden, dass auch Zeit und Ort der Reise frei wählbar sind. Er ist sogar in der Vergangenheit gereist, um die führenden Forscher auf diesem Gebiet zu entführen. Wieso sollte er dafür durch die Zeit reisen? Ich bin sicher, an klugen Köpfen herrscht hier kein Mangel. Boah, so viel Gelaber, ja. Mann, oh Mann. Tragischerweise hat die Explosion die Leben der wichtigen wichtigsten Experten gefordert. Dem Professor Layton der Zukunft blieb also nichts anderes übrig, als in der Vergangenheit zu reisen. So ist das also. Die Dinge hier stehen noch schlimmer genug. Doch sollte Layton die Maschine vollenden, so ist es um uns alle geschehen. Jemand muss seinem Trieben Ende setzen und der Einzige, der das kann, bin ich. Das wollte Susanne, stimmt's? Ganz genau, einem Genie kann nur ein ebenbürtiger Geist einen Einhalt gebieten. Alles andere ist zwecklos. Aber wie? Das ist zu lange. Ich sage ja, das London dieser Zeit ist mir äußerst fremd. Zudem weiß ich nicht, wie ich ihn finden soll. Diese Hürde werden wir gemeinsam meistern. Der Late meiner Zeit versteht es, ein Geheimnis zu wahren. Aber sein Hauptquartier ist wohl bekannt. Wir sollten als erstes dort nach ihm suchen. Also ist das Casino gar nicht der Stützpunkt der Verbrecherbanke, Bande? Und nein, es ist nichts weiter als eine seiner vielen Einnahmequellen. Sein eigentliches Hauptquartier liegt in Chinatown. Sehen wir uns dieses Hauptquartier doch einmal genauer an. So dubios mir die Geschichte auch erscheinen mag, will ich ihr einen gewissen Reiz nicht abstreiten. Suchen wir mein zukünftiges Ich, dann wird es mir leichter fallen, deinen Worten Glauben zu schenken. Keine Angst, ich dachte schon, dass sie eine eilige Erklärung nicht überzeugen werden. Haha. Na, vergiss mich nicht, ich komme auch mit. Aber natürlich, auf wen kann ich mich nicht verlassen, wenn es nicht auf mich selbst? Wenn du solche Sachen sagst, schwert mir gleich der Kopf. Haha. Darum müsste ich leider noch gewöhnen müssen. Auch deine Hilfe ist äußerst wichtig. Ach ja, eine interessante Kleinigkeit will ich Ihnen noch verraten. Wie viel willst du noch verraten, Mann? Ja? Es gibt eine keinerlei Aufzeichnung über einen Forscher namens Donnipin. Es ist ein Deckname. Tatsächlich? Und er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, seine Identität auch bei der Vorführung geheim zu halten. Es stimmt, niemand der Teilnehmer schien den Mann zu kennen. Ein Wissenschaftler unter einem falschen Namen. Was führte der Mann wohl im Schilde? Tja, eine weitere interessante Frage, die wir hoffentlich bald beantworten können. Es will mir einfach nicht so recht einleuchten. Was denn, Professor? Wir sollten das Gespräch draußen fortsetzen. Lass uns zurück in die Boah, so viel Gelaber. Ja, okay, das hat sich alles geklärt. Luke aus der Zukunft sandte den Brief mit Hilfe einer Zeitmaschine in die Vergangenheit. Er wollte damit seinen ehemaligen Mentor bitten, das London der Zukunft vor einem schlimmen Schicksal zu retten.
Die zwielichtigen Zeitgenossen Grau sind Schergen eines Verbrecherclans, der dem Befehl der niederträchtigen Professor Layton, der Zukunft, untersteht. Das zukünftige Pendant unseres Professors ist ein krimineller Erzschurke, der London mit einem Clan brutaler Spießgesänge tyrannisiert. Wie konnte es aus dem herzensguten Professor Layton nur ein solches Monstrum werden? Er stellte sich heraus, dass Dr. Solumpin, der Leiter der Zeitmaschinenvorführung, ein Scharlatan war. Irgendjemand muss sich hinter diesem Decknamen verstecken. Die Frage ist nur, wer? Von Geschichte her ist, glaube ich, das der beste Teil. Ja, ist auch spannend. Jetzt könnt ihr einfach rausgehen. Rete. Suchen. Jetzt könnt ihr Münzen suchen gehen, wenn ihr wollen. Wenn ihr rausgehen, kommt aber eine, Katze? Kommt da jemand. Ah, da bist du ja, Boss. Wie bitte? Hey, wieso trägst du die Sachen vom Boss? Soll das etwa ein Witz sein? Nun, wissen Sie... Wenn ich's mir genau überlege, habe ich vorher noch nie einen von euch hier gesehen. Wahrscheinlich, weil wir nur selten Gelegenheit haben, ihr verehrtes Etablissement aufzusuchen. Kein Schimmer, wovon du sprichst. Aber ihr drei kommt erstmal mit. Professor, los! Nichts wie raus hier! Oh nein! Schnell, ihr beiden, hier entlang. Macht sie zu Pampe! Los! Schnappt ihr, Leute! Falle, Professor! Ruhe bewahren, Luke. Ich habe eine Idee. Hä? Aber wo wollen Sie hin? Hä? Was haben Sie vor, Professor? Los, komm mit. Ich brauche deine Hilfe. Rätseltime, Talerkanone. Wir müssen jetzt eine Kanone bauen. Jawohl. Teile können auch drehen. Okay. Jetzt geht's um das Ganze. Setze die Trümmerteile richtig zusammen und hilf unseren Helden zurückzuschlagen. Drehe die Teile und setze die Teile in Passform ein. Verwende alle Teile und vermeide, dass sie sich überschneiden. Nun los. Du hast keine Zeit zu verlieren. Stell dir vor, es gibt echt ein Zeitlimit. Es gibt kein Zeitlimit, aber das dauert jetzt lange. Also wir müssen eine Maschine bauen, ne? Wie es am logischsten aussieht. Ja, wir können Tipps benutzen. Es wird auch ratsam sein, Tipps zu benutzen. Das dauert lange, wenn du jetzt einfach so ganz simpel machst. Ja, guck mal, wie das aussieht. Hier musst du was rauskommen, so eine Kanone, sowas, ne? Ja, sowas. Das ist doch logisch, guck mal. Ja, so ist es so logisch. Ja, so. So. Guck mal, warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Guck mal, hier müssen diese Dreierteile. An den Seiten, ne? Das wäre logisch, wenn das nicht hier ist. Es darf nicht überschneiden. Was? Es darf hier nicht überschneiden. Ja, deswegen. Ein Ding, was drei Teile hat. Was wir es machen? So. So, okay. Was ist das? Das sind Zahlen, ne? Ja. So simpel wird das nicht, das sage ich dir. Ja. Warte. Ist so simpel. Wartet. Ich hab's doch gleich. Warte. Okay. Okay, Alex hat das anscheinend schnell gelöst. Ist doch logisch eigentlich oder so, ne? Ja. Oder das muss vielleicht. Also es sieht bisher eigentlich gut aus. Ja, doch, das wird er hinbekommen, ja? Dreh das mal und dreh. So. Ja, jetzt muss es... Ja, was war daran so schwer? Was war daran so schwer? Ja, okay, ich habe das nicht so geschafft. Mann. Ganz wie ich vermutete. Ja. Jackpot. Jetzt sieh mal das an. Ja, schön. Ah!
Wunderbar, das lief ganz nach Plan. Da rennen sie. Habt die Hosen voll, hä? Bitte? Was genau hast du denn getan? Pass mal auf, ich bin du, oder? Also habe ich genauso viel geholfen. Machst du Witze? Da kann man kaum widersprechen.